Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Wir haben in der letzten Folge die alten Rentner da hinten auf der Ebene zusammengeschlagen. Das klingt jetzt dummer als es war. Und haben damit einen Vogel gerettet und ihn zum Anführer eines Clans, das eigentlich ein Gasthaus ist, gebracht. Guckt die letzte Folge, sonst versteht ihr gar nichts. Und jetzt lassen die uns sogar rein. Krass. Ein Gasthaus braucht frisches, sauberes Wasser, ne? Ja. Warum kommt das? Auch logisch. Ich hab gehofft, ich kann den Eimer abschneiden, damit sie. Hast du doch gerade eben, nur dir riechst Wort hast du fort. Ah ja, und hier sind Vögel. Servus. Gib mir Glück, sonst gibt's hier eine Schelle. Und ich sag dir, ich glaube, eine Schelle von mir willst du nicht. Aber ich will das Geld hier. So, gehen wir mal rein. Es könnte sein, dass es hier auch noch eine Zeitgast für Glück gibt, die ich nicht gelöst habe. Ich weiß es auch nicht. Hier ist was los. Willkommen im Gasthaus Spatz. Ich bin eine Dienerin hier. Lass uns wissen, wenn du irgendwas wünschst. Das ist ein weiterer Monat in roten Zahlen. Schon schlimm genug, keine Gäste zu haben, aber das Haus zu schließen? Ja, überlegt vielleicht mal einen Ortswechsel, wenn ihr Gäste wollt. Willkommen. Das hier ist die Traditionsherberge der Sasa-Zuflucht, das Gasthaus Spatz. Willkommen. Du hast die Kleine schon gerettet, nicht wahr? Die hat für eine Weile das Chaos geherrscht, als sie auf einmal verschwunden war. Aber den Göttern sei Dank ist sie jetzt in Sicherheit. Oh ja, den Göttern sei da. Ja, wortwörtlich, ne? Bitch. Warum habt ihr sowas in der Bude? Da hinten ist der Weg weiter. Du solltest vielleicht erstmal. Das Gasthaus erkunden, vor allem oben im Zimmer des Chefs gibt's noch eine Belohnung. Hier leben Mäuse. Was essen die? Samen, wenn ich mich nicht irre. So, ich wette, die freuen sich, dass ich ihr Ungeziefer fütter. Du bleibst doch nicht hier, oder? Nee, natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein vertrotteltes Aussehen dich in die Sasa-Zuflucht reingebracht hat. Willst du mich flachsen? Das ist ein Aufzug! Alter, der Thronsaal. Sekunde, ich mach kurz deine Inneneinrichtung kaputt, wenn's recht ist. Das sind die Belohnungen. Oh. Dann rede ich erstmal mit dir. Wir haben bereits auf dich gewartet. Du hast bei der Suche nach schon gute Arbeit geleistet. Wir wollen dir auch danken. Als ich Papa alles über dich erzählt habe, war er sehr erstaunt. Stimmt doch, Papst. Oh, der Boss ist sehr von dir beeindruckt. Wir wollen dir alles in diesem Körben als Belohnung geben. Du kannst dich unten im Gasthaus ausruhen und die heiße Quelle hinter dem Gasthaus ist super zum Entspannen. Das ist schön, aber ich sollte mich beeilen. Hier, ich habe das Gefühl, die despawnen. Und die Truhen gehen wieder zu, damit du sie erneut rausholen kannst. Ah, sehr gut. Dann mal nach und nach. Vor allem, ich glaube, mit den Dingen haben wir dann auch auf jeden Fall genug Kohle für die Waffe. Die sagst du dir aber vielleicht holst, sobald du die Hunde zusammen hast. Ja, werde ich ja auch. Ich gehe erst die Hunde alle. Apropos, stimmt, hier muss ja irgendwo. Ich denk mal, da wo du sagtest, geht's weiter, muss ja ein Hund sein. Ah, stimmt, und dann wird ein neues Minispiel eingeführt, was dann häufiger in dem Spiel. Oh hat. Gott! Eigentlich ist das wirklich viel ganz spaßiger, als ich verstanden habe, wie es funktioniert. Oh Gott, dazu bräuchte ich aber eine IQ. Ich habe dazu, glaube ich, bei jeder einzelnen Version erstmal einen Feldversuch gebraucht. So, ein bisschen Zeug. Was, ich kann die Wände nicht einrennen? Was sind das hier? Schiebung, Sekunde. Vor allem den juckt nicht mal das. Was ist mit dir? Okay, schützende Speckschicht. Naja, dann gehen wir nochmal hier oben. Hier ist eine der wenigen Perlen, die ich im Internet nachschauen musste. Und du weißt warum.
Ich finde eigentlich, das ist relativ offensichtlich, diese Dinger, wenn sie ein Auge haben und eins nicht, ne? Ja, das Essen bringt mir nichts, ne? Nun, diesmal bin ich aber an einen seltsamen Ort geraten. Vielleicht wollen die Götter mir mitteilen, dass ich mich ausruhen soll. Ich habe hart gearbeitet, aber ein Händlergut niemals. Also, willst du mir jetzt... Okay, du hast keine Waffen, ich habe schon Angst gehabt. Was ich mir aber hole ist, ich habe kein Fleisch mehr. Und ich kann meine Schätze ja hier schon mal verkaufen. Und nein, es reicht noch nicht. Ach übrigens, das Essen bringt doch was. Wenn du vollen Magen hast und Essen hast, bekommst du Geld. Ich hab auf einmal wieder so viel Hunger! Das Gasthaus ist wieder eröffnet, jetzt wird schon wieder da. Der alte Handwerker, der mit Bambus arbeitet, war sofort wieder da. Aha. Auch gut zu wissen. Du! Sogar der Typ ist hier! Ja, aber das ist der einzige Ort im Spiel, wo er keine Quest hat. Ich wollte gerade sagen, wenn er hier jetzt kämpfen will, ist das aber Next Level durch. Und Riesenwassermelone. Ah, mein alter Freund, der weiße Wolf. Ich hatte gehört, hier gäbe es ein gutes Gasthaus, also kam ich, um es mir anzugucken. Es ist wirklich ein sehr gutes Gasthaus, oder? Bist du das, Meister Gammler? Willst du mich verarschen? Derjenige, der Chun gerettet hat. Jetzt nennst du dich nicht mehr Gammler, sondern Meister Gammler. Ihr könnt mich doch alle mal. Hier ist nicht alles, was du siehst. Warum nicht? Ich bin fett, ich muss das. Es ist was Religiöses. Verstehst du nicht? Das sagst du was. Ich will essen! Oh, Gitarre, lass mal kaputt machen. Oh, geht nicht. Aber es kommt Geld raus. Du warst sogar ein Gitarrenton. Das ist schön. Wegen den beiden. Guck mal, Glückskatze. Übrigens, dass es noch mehr Quest geben kann. Eine regt sich auf, dass es nichts zu tun gibt, die andere regt sich auf, dass es nicht zu viel zu tun hat. Jesus. Das muss er sein. Ha, Essen. Oh, jetzt erwähnen sie auch schon Wölfe. Naja, das ist schon ein seltsames Gasthaus, aber das Essen ist unglaublich gut. Vielleicht träume ich. Ich meine, ein Gasthaus, das von Spasten geführt wird. Alles klar. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht dazu gesagt hat, aber eigentlich sagt sie, dass dieser Jäger sie alles gerettet hat. Aha. Ich meine, ist schön für sie. Aha. Als ich noch ein einfaches Mädchen war, kam mir ein Jäger zu Hilfe, als ich verletzt war. Ich hätte nie gedacht, dass der gleiche Jäger hier als Gast sein würde. Ich muss sicherstellen, dass er alles bekommt, was er möchte. Der Typ wirkt leicht verfressen. Ich frag mich auch, was du bist. Der ist so schnell, das ist Sport. Damit verbrennt er das Fett, das er aufnimmt, gleich wieder. Mir ist so langweilig, ich versuche nur die Zeit totzuschlagen. Ich habe keine Arbeit zu erledigen. Ich glaube kaum, dass das eine Sidequest ist. Ich habe so viel zu tun, steh mir nicht im Weg rum. Okay. So, jetzt. Oh, herzlich, die Karte ist schon, habe ich jetzt so viel probiert. Jetzt kann ich zack und zack noch ein bisschen Geld mitnehmen. Und dann durch dieses Tor durch. Ich denke mal, das sollte diese heiße Quelle sein, aber was machst du hier? Entschuldige bitte, warte einen Moment, das ist das Sasa-Badehaus, die berühmteste Quelle des Gasthaus Spast, aber ich befürchte, das Wasser ist ausgegangen. War im Moment geschlossen. Wie? Es gibt kein heißes Wasser mehr, das ist eine heiße Quelle. Es passierte neulich, da war eine Art Erdbeben. Ich dachte, ich hätte ein Monsterbrüllen gehört. Dann hörte das Wasser einfach auf zu fließen. Ich frag mich, ob das die Störung war als alles was? Hab ich was verpasst? Das war der Moment, wo auch ja macht es. Ach so.
Seitdem bete ich, dass das Wasser wiederkommt, aber es gibt kein Anzeichen, dass das Wasser zurückkommt. So etwas ist noch niemals in der Geschichte des Sasabala-Haus geschehen ist. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg gekommen bist, nur um enttäuscht zu werden. Ich gebe mir selbst die Schuld. Ich gebe es um die Schuld. Wie immer. Oder, nee. Das ist lächerlich. Scheiße, wie heißt nochmal? Ich hab den Namen schon, also Susanne, dem gebe ich die Schuld. Du schaffst halt in eine Pfanne springen und mich selber braten. Hör auf damit, wir hassen es eigentlich zu baden. Willst du mich flachsen? Bitte fließ weiter, ich hab gebetet und gebetet und gebetet, aber das Wasser will einfach nicht fließen. Das ist das Ende des Sasabadas. Es ist trockengelegt. Was würden bloß meine Ahnen dazu sagen? In eine Pfanne zu springen wäre ein passendes Ende für mich. Ich hab's dir bereits gesagt, wir baden nicht, ne? Oh, der Geruch dieses Bambus weckt Erinnerung. Der Bambus der Sasa-Zuflucht riecht wie kein anderer. Ich hab's kaum erwarten, zu Beginn meine Bambusware zu machen. Ich muss rechtzeitig zum Fest fertig werden. Hey, der Bambusrentner! Puh, diese Fortbewegung. Oh, hallo Wölflein, kleiner Kobold. Danke euch für eure Hilfe. Seitdem du die Tochter des Spastenboss gefunden hast, ist es wieder möglich, in die Sasa-Zuflucht zu gelangen. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie danken. Gibt es irgendwas, das dir Probleme bereitet? Susanne, ich meine, der Spatz, da scheint Probleme zu haben. Oh, was ist los, kleiner Spatz? Lass mich alleine. Ich muss die Dinge richten. Ich will den anderen kein schlechtes Beispiel geben. Wenn ich mein Fleisch den Göttern opfere, dann werden sie die Quelle wieder fließen lassen. What the fuck? Und die ist schon ein bisschen blöd, oder? Du möchtest diese ausgetrocknete Quelle wieder zum Fließen bringen? Ich kann da vielleicht ein bisschen helfen. War was? Der Bambusbelt auf meinem Rücken reagiert auf unterirdische Mineralien. Ich sollte in der Lage sein, herauszufinden, wo das Wasser der heißen Quelle ist. Boah. Bist du deswegen sicher, Großväterchen? Jo. Meine Bambusware liegt niemals. Aber ich werde Hilfe brauchen. Nun, sein gutes Zwölflein kam in ein Loch. Es wird lustig wie ein Spiel. Oh nein. Danke euch beiden. Sehr gut, ich werde das heiße Quelle-Grabspiel erklären. Wenn das Spiel beginnt, werde ich anfangen, umherzulaufen. Deine Aufgabe ist es, schnell zu graben, sodass ich tief runterkomme. Aber sei vorsichtig, es lauern viele Gefahren unter der Erde. Ich werde mich beim Laufen auf das Wasser konzentrieren, deshalb werde ich Gefahren nicht ausweichen können. Alles klar. Und wenn ich sterbe, dann werde ich nicht weiterspielen können. Hätte ich nicht gedacht. Aber wenn ich tief genug hinunterkomme, dann werde ich dir zeigen, wo das heiße Quellwasser hochkommt. Soll ich es nochmal erklären? Okay, lass uns loslegen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber... Der Leitung bekommt auch erst noch. Benutze die X und Y. Die X und Y, okay. Um die Blöcke zu zerbrechen. Begleite deinen Gefährten auf dem Weg nach unten und zerbrich die Blöcke, die er anzeigt. Du hast dir nicht alle Zeit mal geschaut. Kannst aber auch teilweise noch nachholen. Blöcke können verschiedene Art sein. Achte bei deinem Abschied auf die verschiedene Art von Blöcken. Das Spiel endet, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Wenn du oder dein Begleiter Schaden nimmt, wird die Zeit kürzer. Du kannst zusätzliche Zeit in den Riesenknospen finden. Probiere verschiedene göttliche Pinseltechniken, um die zu dönern. Weißt, ach, ich kann den zum Rennen bringen? Zum Rennen und zum Umdrehen. Jetzt hätte ich mir angucken müssen. Y? Was meinst du mit Y? Ich will wissen, welche Art ich brauche, um diese Felsen zu zerbrechen. Habe ich dir gerade gesagt. Y. Ja, Y. Hallo. Ja, schön, ich drück Y. Ich glaube, du kannst nicht aus dem Stand sprinten, oder? Ach, sprinten! Ne? Ich verstehe gar nichts. Wie macht man diese Stacheligen jetzt kaputt? Die sind unzerstörbar. Hä, und wie mache ich unter mir den kaputt, wenn der durch Sprinten drauf geht? Es gibt noch so eine andere Aktion, die auf der ersten Seite steht. Hm.
Ach, das hat er dann in 3 Tagen hier. Oh! Was, was werde ich sehr wichtig sein als heute? Hier! Rechts neben dir! Aua! Hä, wo ist der Typ hin? Der liegt da. Tut er? Da oben zerbrechen, um an das Geld zu kommen. Den Bock dann meinte ich und dann mit Y in der Luft. Ah, jetzt habe ich keine Tinte. Komm! Wie macht man die kaputt? Gar nicht. Also bin ich am Ziel, oder? Ja, das heißt, ich jetzt noch die Beschleunigung spielen. Ach stimmt, das geht ja auch. Und jetzt? Wieder graben. Es heißt Grabspiel. Okay, ein bisschen arg seltsames Game. Also das hat mich jetzt echt auf vielen Ebenen verwirrt. Aber hey, wir haben es. Und irgendwie sieht das gar arg komisch aus bei dem Typen, wie der sich da bewegt hat. Wasser, Wasser! Das Wasser fließt wieder! Es gibt noch mindestens 2 Situationen, die wir das Spiel spielen. Siehst du, wie ich schon sagte, meine Bambusware lügt nie. Gut gemacht, Emmy. Danke euch beiden. Das werde ich niemals vergessen. Ihr beide könnt jederzeit umsonst ins Badehaus kommen. Oh, ich werde den heißen Quellentanz ewig weiter tanzen. Oh, bitte nicht. Stopp! Was? Random Sternkonstellation? Sieh mir, es passiert schon wieder! Kann ich jetzt Wasser erzeugen, nenn ich's mal? Wahrscheinlich Regenwolken oder sowas? Schön wär's. Aber trotzdem wirkt das ein bisschen random, muss ich sagen, dass das jetzt... What the fuck ist... Was bist du schon wieder? Schlange im Glas? Ich glaube, das soll ein Aal darstellen. Ja, schön. Ja. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Ich hatte mich hier versteckt. Und wanderte unter der Wasseroberfläche. Ich, Norigami, Gott des Wassers, bin glücklich, dir meine Kraft zu verleihen. Befeuchte die durstige Erde und stelle den Glanz der Natur wieder her. So, und... Norigami? Oh, das ist der Gott des Wassers. Das bedeutet dann wohl, dass du die Wasserstrahlpinseltechnik bekommen hast.
Ah, willst du mich verarschen, du dummer Vollidiot? Ah, Feuerspende! Ah, das brennt mal, eine dumme Idee! Du hast Glück, Emmy! Braucht wohl ein bisschen Übung. Versuch mal, das Feuer zu löschen. Du musst hier also Wasser nutzen. Wasser, vom Wasser aus ein Strich zum Ziel hin, ne? Die Kraft des Wassers wird sich in der Linie manifestieren und einen Strom erschaffen. Mach schnell. Sehr gut, kein gebratener Spatz für dich. Zumindest kannst du einen Strahl machen. Aber das ist noch nicht die ganze Macht von Wasserstrahl. Siehst du das blubbernde Wasser in der Mitte der heißen Quelle? Das nennt man eine Wasserkraftstelle. Dort ist die Kraft des Wassers konzentriert. Wenn du von dem Ort einen Wasserstrahl direkt hochmalst, würde ich wetten, du erschaffst eine riesige Wassersäule. Ach, das haben wir doch auch schon ein, zweimal gesehen, solche Orte. Oder? Ich überlege gerade, ob das sowas war oder nur was Ähnliches. Das ist, was ich gemeint habe. Jetzt bashst du Wasserkraftstellen. What the fuck war das für ein Sprung? Alter, oder was ich nicht machen kann. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Vielleicht können wir das einsetzen, um Schätze an hochgelegenen Plätzen zu finden. Erschaff immer eine Wassersäule, wenn du eine Wasserkraftstelle siehst. Dieser Sprung gerade seems legit. Was mich nur ein bisschen wundert, wo ist jetzt der Hund? Aha. In diese Richtung ziemlich genau. Wie komme ich da auch? Gar nicht. Wie komme ich jetzt... Oh. Hier ist... Das Tor ist fest verschlossen. Wie sollen wir dieses Tor... Ich habe eine Idee. Mich? Warum kommt keine Bombe? Falsche Seite! Ich hab keine Ahnung! Hast du einen Schlüssel? Das Wasser fließt wieder! Ja, ich stehe hinter der Schuld! Ich werde niemals vergessen, was du für mich... Woher? Ja, Marmos, könnte dir vielleicht weiterhelfen? Der Typ! Wenn ich alles gebe und mich voll auf meine Bambuswahl konzentriere, könnte ich vielleicht eines Tages mir jemandem helfen. Ich muss los und etwas Bambus aus dem Dickicht tief in meiner Zuflucht holen. Das heißt, ich muss durch das Tor gehen. Aber es öffnet sich nicht bis dieses große Bambus. Ah. Und wer weiß, was dann passiert. Ich werde einfach geduldig abwarten müssen. Okay, muss. Jetzt ist nur die Frage, muss ich das Wasser von da unten hinziehen? Well, yes. Gut, damit hätten wir das. Aber boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir für diesen einen Hund jetzt zwei Folgen brauchen. Das ist der nächste Hund von den drei. Da habe ich mir schon gedacht. Ich meine, die anderen beiden kenne ich ja sogar schon. Glaub nicht, dass der zweite so einfach ist. Das tue ich auch nicht, aber zumindest kenne ich die Hunde. Hier ist wieder mal so eine Statue. Hier ist überall Bambus, also warum der Herr Bambus hier hingeht, ist schon relativ klar. Was bist du? Warum sind hier schon wieder Vögel? Mir gehen langsam die Samen aus. Immerhin hast du Fleisch gekauft. Kann man das nicht kaputt machen? Danke. Ach, du bist auch ein Vogel. Oh. Wow, ganz schön viele Zwitscher hier. Hey, was soll denn das? Nenn mich nicht Kind, ich habe einen Namen, weißt du, er lautet Tai. Und ich zwitscher nicht, ich weine. Das ist schön für dich. Heul, du musst. Ah, das ist schön, was soll das?
Irgendwer ist weg. Er verschwand, wenn wir draußen spazieren waren. Wer? Ist das ein Freund von dir? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Wow, der Hundesucher ist ganz zufällig plötzlich erschienen. Das bedeutet... Okay, suchen wir einen Hund, würde ich mal schätzen. Und wer hätte gedacht, dass ich den Weg geradeaus folgen muss? Na, ich buddel das hier jetzt mal nicht alles, aber hier leben Tiger. Du hast jetzt eigentlich gut auf dem Fleisch raus. Du wirst hier doch bestimmt vom Hundesucher markiert, ne? Bist ja auch nur so ähnlich wie ein Hund. Gönn dir! Hm? Siehst du auch was? Ich sehe nie, oder habe ich Halluzination oder so? Der Bambus da blinkt! Vielleicht finden wir was Interessantes, wenn wir ihn fällen? Oh nein. Ja, hat ja ganz gut geklappt. Geschafft! Was macht der Hund da drin? Alkohol, nee, warte, was? Take ist wieder da. Ich hab den Take ausgesprochen. Juckt mich nicht, Take wäre komplett Englisch, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Was ist los, Junge? Warum knurrst du? Warte mal. War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Gott, willst du mich verarschen? Ach, der versucht uns was zu sagen, hm? Weißer Wolf, mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu treiben. Willst du mich jetzt verarschen, der Blauch auf die Fresse? Gieh. Hast du gehört, Emmy? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was machst du? Halt dein Maul. Oh, irgendwie macht mir diese Ansage gerade ein bisschen Angst. So, jetzt erstmal das Angriffsmuster ein bisschen... Hä, was? Oh Gott, der kann in die Luft hitten. Sag mal, hat der einen Schutz gegen den Angriff? Der hat doch schon. Von dem hier? Ja. Oh, stimmt. Hä, ich hab einen betäubt und weiß nicht wie. Du hast den Baum runtergeschmissen, das glaube ich. Spring nicht so viel! Und lass dich treffen! Digga! Ich will campen! Nicht du! Also unterlass das! So, nochmal. Digga, der... Seht ihr, wie der einfach campen wollte? Das kann ich nicht gutheißen. Niemand außer mir hat das Recht, so zu campen. Hör auf damit, lass ihn in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig... oder Take so fertig machst. Hör auf, oder ich verpasse den, Digga. Willst du auch auf die Fresse? Warte mal einen Moment, wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, du Floser, komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fusimir mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasa-Zuflucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm, sie würden alle... Was soll ich nur tun? Oh, deine Kugel der Macht.
Schwabbel. Ah, jetzt krieg ich sie. Pflichtkugel. Was? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie eins. Was? Warte mal! Dialogende. Ja, warum glaube ich, das wird bei den anderen auch passieren? Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf oder ich lass... Hey, der Kampf ist zu Ende! Und nochmal kurz hier hinten gucken. Ja, es war noch drin. Gummifutter. Ich find's auch super, dass das alles gleich aussieht in der Schale. Und hier gibt's Nachtruhen. Man sieht ja nicht mal diese Griffe. Ach, die kann ich nicht zerstören, die Dinger. Die Musik hier ist aber gut. Ja, okay, hier vorne ist sie wieder normal. Es geht wirklich um das hier hinten. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle diese Folge von Okami HD. Ich gehe auf Speicher speichern am Eingang des Gasthauses. Dann musst du da und drehen hören. Es gibt noch eine 10 auf dem Weg. Oh, Junge! Moin, meine Haustiere. Alter, döner ich dem eine. Die können halt sogar angreifen. Bitches, ich bin Gott. Naja, ich gehe dann einfach mal davon aus, dass dasselbe wie jetzt bei dem auch bei den anderen beiden Hundekriegern noch passieren wird. Dass ich dann hier noch ein paar von diesen Kugeln von Google bekomme. Stammen die wirklich von Google? Nein, aber ich sag das jetzt. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich hab einen Krawall aus der Felle gehört, aber wieso wäschst du dich nicht an der heißen Quelle? Ich denk, wir passen. Das ist nicht an der Zeit für dich. Man muss umziehen. Oh, stimmt, das Fest ist schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Ja, das ist tatsächlich, wenn Vollmond ist. Das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival in der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem Heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100-jährige Jubiläum des Siegs über die Bestie. Ich mach lieber meine Bambuswale fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst? Ich hab das ganz ehrlich so gedacht, mir was? Bratwurst? Warum? Warte, wann war die Jammerfest? Ja, aber so komplett random beginnt der seine Aussage mit Bratwurst. Bratwurst, ich liebe Feste einfach. Wir müssen einen Tag unbedingt ins Dorf Kamiki. Ich denke, das muss ich storytechnisch. Oh, und übrigens, Wölflein, ich würde dir gerne was geben zum Dank für deine Hilfe beim heißen Quellengrabespiel. Vielleicht wird's dir helfen. Hier für dich. Eine Meerjungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Die ist schmutzig. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrauenquellen bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münze hineinwirft. Wenn das stimmt, kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Krass. Müssen wertvoll sein. Nee, man kann sie sogar in Geschäften hier kaufen. Ich habe sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel, tut mir leid. Alles klar. Ja, und übrigens, juckt mich nicht, wieso nicht, gehe hier jetzt rein. Und ah, das da ist das, was wir schon öfter hatten. Damit können wir immer noch nichts machen. Das war das schon häufiger. Naja. Mensch, das ist eine Währungsfrau-Quelle. Ach so, lol. Kann ich ja dann einfach benutzen sagen? Hol. Mitten in den Quellen. Und... Und jetzt könnte ich hier theoretisch reinspringen und andere Quellen besuchen. Oder am besten geht er zum Agatha-Wald, da ist eigentlich das nächste Ziel, aber andererseits müsstest du da eine neue... Wobei... Ich gehe zum Save-Point und beende die Folge.
Und ich werde trotzdem den Weg über die Ebene in der nächsten Folge nehmen, weil vielleicht ist dann noch Nacht und ich kann ein paar gesuchte Monster mitnehmen. Naja, aber das war's auf jeden Fall jetzt von dieser Folge. Okami HD, ist wieder ein bisschen was passiert. Das Spiel macht mir im Moment auch ziemlich Spaß, auch wenn ich halt nicht oft zum Aufnehmen komme. Aber wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielleicht behalte ich den zweiten Savepoint, weil ich die Gegend so cool fand. Oder kann man einfach zum Fluss der Himmel wieder hin? Ja. Okay. Naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und oder Abo dalassen. Bis dann. Und Siegestanz.